Mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Ich sehe gerade, wie er ganz langsam ein Ghoul runterläuft. Den sollten wir vielleicht erledigen, bevor der zu nahe kommt. Geht denn der jetzt schon wieder hin? Ihr wollt schon wieder Kollegen. Gehen wir nämlich auf die Nerven. Einer. Das. Boah. Ja, in der letzten Folge haben wir eigentlich total Zeit verschwendet. Wir sind in irgendeine Raider-Basis reingelaufen, von der ich dachte, da wäre die Story-Mission. Oder das, wo wir hin müssten. War es aber nicht und wir haben, ja, im wahrsten Sinne des Wortes Zeit verschwendet. Dafür entschuldige ich mich zutiefst und wir machen jetzt hier weiter mit einer offiziellen Quest. Weil, ja. Bisschen was müssen wir jetzt mal hier nachholen. Ach, komm schon. Was? Oh. Da war einer drinne. Den Nahkampf viel einfach zu erledigen. Ist er. Was? Spielzeug außerirdisch oder so. Alter. Na, und dann nehmen wir mal einen Right Away wieder. Die langsam echt knapp werden. Ja, ja. Oh, hallo. Sollte vielleicht mal zu Splittergranaten wechseln. Weil bei Molotow-Cocktails gehen wir langsam aus, oder auch nicht, weil ich wieder welche bekomme. Ah, was muss ich hier überhaupt machen? Ist auch Polizeirevier Combridge. Okay. Wo ist der Feind? Zu viele wieder, ne? Ich habe keine Munition mehr für das Teil. Sucht er mich? Der sucht mich. Sehr gut. So muss er laufen. Also würde ich gerne mal kurz pennen gehen. Och man. Na, schon besser. Wo sind denn hier bitteschön noch Gegner? Sollte ich vielleicht nicht mitnehmen, aber. Hier kann ich schlafen. Sehr gut. Automatisches Speichern, sehr gut. Hilfekasten, sehr gut. Schade, hat mein Snipergewehr ein provisorisches schon leer ist. Sonst könnte ich hier schön von oben alle abknallen wahrscheinlich. Wo sind denn hier Gegner? Hallo? Irgendwo jemand noch, den ich von oben hier
abknallen kann, so ganz gemütlich. Scheint nicht. Weil liegt immer noch was. So, dann eben nicht. Ich schon, ja. So, dann kommt mal her. Immer die Munition immer oben ist. Oder war da welche gegen die? Ich helfe mal direkt. Wo steht eine Bruderschaft? Schießt du die mal kaputt? Wir haben vielleicht ein Problem. An mir kommt keiner vorbei. Mach du mal. Ich verballer doch nicht meine Munition hier. Paladin Dance oder Tanze. Ja, du schaffst das schon, glaube ich. Manchmal. Und das Ding hat irgendwie Nahkampf ein bisschen mehr abgezogen. Was geht? Entschuldigung. Wir sind für die Hilfe dankbar, Zivilist. Aber was willst du hier? Meine Sache. Halte meine Angelegenheiten lieber für mich. Dann gibt es nichts weiter zu besprechen. Bitte verlass unser Gelände umgehend. Wie? Entschuldigung, Paladin Dance. Hast du beschlossen zu kooperieren und mir zu sagen, weshalb du hier bist? Ich versuche nur hier draußen zu überleben. So wie alle anderen auch. So wie du vorgestürmt bist und diese wilden Ghule erledigt hast, fällt mir das etwas schwer zu glauben. Kommst du aus einer der Siedlungen in der Gegend? Vault 111, sagen wir mal. Ich komme aus Vault 111. Du bist also einer dieser Vault-Bewohner? Die meisten Leute würden das verheimlichen. Ich weiß deine Ehrlichkeit zu schätzen. Wenn ich misstrauisch erscheine, dann nur, weil unsere Mission hier bisher sehr schwierig verlaufen ist. Seit dem Augenblick, willst du nicht wissen, was ich in der letzten Folge gemacht habe? Während angegriffen. Wenn du uns weiter unterstützen willst, wir könnten eine weitere Knarre auf unserer Seite gut gebrauchen. Das kommt darauf an. Wie viel zahlt ihr? Wir brauchen Verbündete, keine opportunistischen Söldner. Ich werde dich für deine Dienste ganz sicher nicht bezahlen. Ich helfe euch weiterhin, aber du schuldest mir erst eine Erklärung. Also gut. Ich bin Paladin Dance von der Sternen Bruderschaft. Das da drüben sind Gelehrte Halen und Ritter Rice. Wir sind auf einer Erkundungsmission, aber mir fehlt ein Mann und wir haben nur noch wenig Vorräte. Ich habe versucht, ein Notsignal an meine Vorgesetzten zu schicken, aber das Signal ist zu schwach. Sir, dürfte ich? Sprich, Helen. Ich habe den Funkturm auf dem Dach des Polizeireviers modifiziert, aber ich fürchte, das reicht noch nicht. Wir brauchen etwas, um das Signal zu verstärken. Unser Ziel ist ArcJet Systems. Dort finden wir die Technologie, die wir brauchen. Einen Hochleistungssender. Wir infiltrieren die Anlage, sichern den Sender und bringen ihn hierher zurück. Also, was sagst du? Bist du bereit, der Sternen Bruderschaft zu helfen? Aber immer noch. Lass uns keine Zeit verlieren. Auf geht's. Wunderbar. Erstmal loot ich hier was. Helen, bring Reese nach drin und versorg seine Wunden. Yes, Sir. Reese, wenn du wieder auf den Beinen bist, möchte ich, dass du den Perimeter sicherst. Ich kümmere mich. In Ordnung, Zivilist. Dann zeig mal, was du kannst. Begib dich ins Polizeirevier und stock deine Ausrüstung auf. Lass es mich wissen, wenn du bereit bist. Dann mal los, Leute. Okay, Großer. Gehen wir. Ja, dafür habe ich Erfahrungspunkte bekommen. Sehr gut. Schon Level up. Level up. Level up. Level up. Nein. Ruf zu den Waffen. So. Guck mal. Das war eigentlich schon wichtigere Sachen hier zu tun, aber was soll's. Stimpaks nicht verkehrt. Warum sind auch noch? Warum sind da oben Ghule?
Ah, du bist so eine. Oh, ein Lasergewehr. Sterne Bruderschaft Uniform. Zeig mal. Ja, ich sehe besser als meine jetzt. Damit. Ja, du hast gesagt, von Ausrüstung aufstocken. Da hätte ich doch gerne was. Okay, dann versuchen wir mal die Quest. Hoffentlich wird das hier ein bisschen möglicher als das, was ich letztens gemacht habe. Das ist immer noch die totale Zeitverschwendung war. Also fliegst du mich jetzt zusammen oder nicht? Ich weiß nicht. Deine Aussichten sind ziemlich schlecht. Wäre vielleicht humaner, dir einfach den Gnadenschuss zu verpassen. Du bist so ein herzensguter Mensch, Doc. Hör auf, rumzuzappeln, damit ich dich verbinden kann. Revolverpistole. Ich glaube, ich auch letztens eingesammelt. Fusionszellen. Lasse er mich mal kurz hier pennen. Zum Hochheilen. Tut mir leid wegen den anderen. Noch 24. Ja, gut. Hältst du dich irgendwie für eine große Nummer? Ja. Wie auch immer. Für sowas habe ich keine Zeit. Dann nimm dir besser die Zeit. Und finde dich mit deiner Position ab. Du bist hier nur eine angeheuerte Aushilfe. Mehr nicht. Kann ich mir irgendwie deinen Respekt verdienen? Befolge deine Befehle, halt den Ball flach und vor allem die Schnauze. Und jetzt erkundige dich mal besser, ob es schon einen neuen Auftrag für dich gibt. Wir werden noch beste Freunde. Paladin. Bist du bereit? Noch nicht. Dann mach hin. Wir haben einen Job zu. Okay, dann gucke ich mich mal. Hier oben wird es wahrscheinlich noch mehr geben. Persönlicher Eintrag. Einsatzgelehrte Halen, persönliche Aufzeichnungen, Eintrag 324a. Langsam frage ich mich, ob es so schlau war, der stählernen Bruderschaft beizutreten. Ursprünglich bin ich beigetreten, weil ich Schutz und Kameradschaft suchte. Aber langsam befürchte ich, dass ich dabei ein Stück meiner Menschlichkeit aufgegeben habe. Die Botschaft der Bruderschaft lautet Hoffnung für die Zukunft. Das klingt idealistisch und edel. Aber ihre Methoden lassen eine Menge zu wünschen übrig. Besonders schlimm scheint es in der Führungsetage zu sein. Statt auf Diplomatie setzt man dort auf gewalttätige Konfrontation, um Kontrolle auszuüben. Trotz alledem habe ich es bisher erfolgreich geschafft, den Gefechten aus dem Weg zu gehen, indem ich die Laufbahn einer Einsatzgelehrten gewählt habe. Es muss sich noch herausstellen, wie lange ich den Anblick von Blut auf meiner moralisch sauberen Weste ertragen kann. Irgendwie eine schlechte Berufswahl dann. Was ist das hier? Wenn man Experte... Oh, kann ich ja auch jetzt, stimmt. Wenn man so eine Organisation beitritt, was ja mehr oder weniger so eine Armee ist in dem Spiel, wenn man nicht wirklich töten möchte. Mann. Ich mach keinen Schiss hier, danke. Ja. Überfälliges Buch. 200 Jahre oder was? War schon wieder voll alles. Ich glaube, ich sollte mal irgendwie den Stärkewert ein bisschen erhöhen. Weil irgendwann kann ich dann ja auch hier Dinge bekommen, wo ich mehr tragen kann. Kann man sich eigentlich noch irgendwann neu skillen? Das ist wieder so meine Sache. Die mich nervös macht. Ja, ich bin schon wieder voll. Ich irgendwas hier, Sprengmesser benutze ich nicht. Und nur eine. Kreuzschlüssel, warte mal. Baseballschläger, wo ist er? Den ich jetzt habe. 28.
Und unser Raum 1. Ja, mit der Baseballschläger ist verbessert, also. Weil der Schlagstock, den kann ich glaube ich wegpacken, ne? Muss unbedingt nach Sanctuary wieder zurückgehen und meine Sachen hier wegladen. Ich habe das Gefühl. Weg damit. Weg damit, weg damit. Weiß ich nicht. Damit Melone Ausdauer. Mein rechtes Bein ist sowieso jetzt voll gut, weil ich Dinge jetzt habe. Diese super geile Rüstung. So, den ganzen Zeug. Nom nom nom. Nom nom nom. Zigarette. Einzige Zigarette nehme ich mit. By the way, Luca Cherry, gut. Okay, weiß ich nicht. Ich würde mal sagen, wir sind bereit. Oder? Kriegt's Geld. Ich glaube, die sind nicht so viel wert, aber. Nein. Paladin Dance? Bist du bereit? Jo. Bereit. Wunderbar. Folge mir. Und versuche nicht zurückzufallen. Ja. Wow. Ich nehme mal die mit, oder? Schwer, welche soll ich nehmen? Welche Waffe? Überall ist in dem Part hier noch erledigt. Ich kann die Tür nicht öffnen. Soll hat. Ich will nur gerne ein Level up in diesem Part. Ich keine Ahnung habe, wo ich da reinballern soll. Obwohl, ich kann irgendein Skill wieder weiter verbessern auf Level 8. Ich weiß nur nicht welchen. Ich glaube, wo ich mehr Schaden oder mehr AP bekomme. So. Wo ist er? Ja. Dann gehen wir vor. Ich versuche nicht zu sehr, keine Ahnung, im Weg zu stehen. Arcjet liegt im Westen, nicht weit von hier. Wenn wir dieser Straße folgen, können wir den größeren Ghoul-Gruppen aus dem Weg gehen, die sich in Cambridge rumtreiben. Sich so weit vom Polizeirevier zu entfernen, ist riskant. Aber den Sender funktionstüchtig zu bekommen, hat oberste Priorität. Wenn es nach mir ginge, hätte ich mein Team schon längst verlegt. Aber Gelehrte Halen hat beunruhigende Energiewerte in der Gegend gemessen, denen wir nachgehen müssen. Wir wissen nicht viel darüber, nur dass sie lediglich für kurze Zeit auftreten und eine Frequenz verwenden, für die fortschrittliche Technologie erforderlich ist. Wir befürchten, dass derjenige, der für diese Energiewerte verantwortlich ist, eine Bedrohung sein könnte. Also müssen wir der Sache nachgehen. Alles klar. Hier noch Vögel rumfliegen. Mutierte Vögel. Sag mir nicht, das sind Raider. So, was hier? Ich glaube nicht, dass der meine Hilfe braucht. Hat er die gerade alle erledigt? Das überrascht dich vielleicht, aber mein Erkundungsteam ist nicht das erste, das ins Commonwealth vorgedrungen ist. Über die letzten 7 Jahre hat die Bruderschaft 2 Karotte, brauche ich. Die Mission des ersten Teams war ein großer Erfolg. Sie haben kistenweise Vorkriegsartefakte und historische Dokumente mitgebracht. Die zweite Mission verlief nicht ganz so gut. Kurz nachdem das Team angekommen war, ist der Kontakt ab und wir haben nie wieder etwas von ihnen gehört. Was mein Team angeht, wir haben schon 4 Männer an dieses verfluchte Ödland verloren. Seit unserer Ankunft werden wir laut
laufend attackiert. Aber trotz dieser Rückschläge denke ich nicht daran aufzugeben oder als verschollen gemeldet zu werden. Wir haben alle unsere Probleme. Aber ruhig, ich habe, glaube ich, gerade im letzten Part eine ganze Raider-Armee hier fast vernichtet. Also bleibt mal hier locker. Ich komme immer noch nicht darauf klar, so Schrauben hier so ein Visier sind. Blumen. Ah, ich tue ein bisschen Munition sparen, ich weiß. Der schafft das sowieso alleine, er braucht mich, glaube ich, gar nicht. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie so schon diese Mission annehmen sollte, so früh. Ich hätte vielleicht nach Diamond City gehen sollen. Da wären wir. ArcJet Systems. Draußen sollten keine Sicherheitssysteme sein. Wir können also durch den Haupteingang rein. Okay. Du schleichst dich irgendwo rein? Gut, ich bin ja nicht alleine. Wird schon das ganze Feuer auf sich ziehen, hoffe ich. Und alles fertig machen. Dance? Pass auf. Wir ziehen das sauber und leise durch. Keine Heldentaten. Alles schön nach Vorschrift. Verstanden? Warum sind wir nochmal in der ArcJet? Wir sind hier, um ein Gerät zu holen, das das Signal des Funkturms auf dem Polizeirevier von Cambridge verstärkt. Ohne das Ding können wir unsere Vorgesetzten nicht kontaktieren. Denk dran, unser Hauptziel ist der Hochleistungssender. Konzentrier dich und pass auf, wo du hinschießt. Ich will nicht von einem Querschläger getroffen werden. Alles klar. Ich doch nicht, ich bin doch immer vorsichtig. Denkst du denn von mir? Sag mir, ich würde nur dich schießen lassen. Du brauchst keine Munition, ich schon. Du triffst sie gut, ich nicht. Es waren Firmen wie diese hier, die den letzten Nagel in den Sarg der Menschheit schlugen. Sie nutzten die Technologie für ihre eigenen Zwecke aus. Sie steckten das Geld ein, ohne sich Gedanken über den Schaden zu machen, den sie angerichtet hatten. Oh, Roboter sollen wir bekämpfen. Die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. Gut, dann brauchen wir uns weniger Gedanken, um die Sicherheitssysteme zu machen. Negativ. Das ist alles andere als gut. Sieh dich mal um. Nirgendwo ist auch nur eine Patronenhülse oder ein Tropfen Blut zu sehen. Die Roboter wurden von Synths des Instituts angegriffen. Synth? Bedeutet das nicht so viel wie Roboter? Sie sind ein Missbrauch von Technologie, erschaffen vom Institut. Ausgeborgen, die Menschheit verbessern sollen. Das ist nicht hinnehmbar. Paladin Dance. Sieh dir die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um... Ja. Gut. Negativ. Sieh dich mal. Nicht so weit weg war, oder was? Roboter wurden von Sinn. Ich werde die Augen offen halten. Alles klar. Gehen wir weiter. Wir werden doch irgendwie getrennt wahrscheinlich, ne? Bitte dir keine Sorge. Scheint eine Sackgasse zu sein. Such nach einem Weg, die Tür zu öffnen. Ich schaue mich in der Zwischenzeit hier ein wenig um. Na da, nehme ich an. Warum zum Geier müssen wir diesen Mist aufnehmen? Oh, oh Scheiße, das Ding ist an, oder? Das erklärt ich sicher nicht. Mann, hey, reiß gerne dich würde ich zusammen. Die Jungs begleiten. Wenn wir diese Protokolle schön, nicht anständig aufnehmen, fliegen wir raus. Der Aufseher hat es ohnehin schon auf uns abgesehen, weil wir länger brauchen als versprochen. Na und? Wir müssen eh zur Armee.
In ein paar Wochen geht's los. Schon vergessen? Bald machen wir Liegestütze und essen gefriergetrocknete Rationen. Und dann werden wir uns wünschen, unsere Tage in einem kuscheligen Privatlabor verbringen zu dürfen. Ja, das ist eine jährliche Erinnerung, dass alle Passwörter für die Terminals Zentralrechner monatlich geändert werden müssen. Das ist ja das Akt, dass wieder weiter mit Sicherheit. Ah, okay, dann kann ich das. Für dich ergibt das vielleicht keinen Sinn, aber mir ist das wichtig, okay? Okay, tut mir leid. Wirf das Band doch. 9YB3N. 9YB3N. Kann ich ja Passwort einfach benutzen, ne? Ja. Muss ich gar nicht eingeben, ne? Okay. Was? Ja. Die überlasse ich dir. Oh, ich bin schon wieder gleich tot, Mann. Lang lebe die Bruderschaft. Hilfe. Mein Schockstart. Schock. Eine Institutpistole. Ja. Ich hab gern geholfen. Du machst das schon. Ich krieg zwar keine Erfahrungspunkte, aber ich glaube, am Ende Erfahrungspunkte reicht schon. Keinen Schaden, habe ich das Gefühl. Was? Oh. Malpinsel, also ich habe Melone gelesen. Brauche ich nämlich. Ja, ich helfe gerne. Der macht schon wieder irgendwo welche platt. Sobald der aber von irgendjemandem getötet wird, ne? Oder am Boden liegt, so damit der nicht mehr kämpfen kann, dann bin ich dran. Eieiei. Wo ist er? Waffe entsichert. Ja. Go, go, tanze! Keine Gnade! Stelle das Feuer ein! Okay, machst du sehr gut. Weiter so, da kann man Bodyguard werden. Ich auch ein paar Erfahrungspunkte. So. Ja, war ich Schaden wenigstens. Feuerunterstützung, ich mach den ganzen Tag nichts anderes. Nirgendwo Coca-Cola drin, oder? Nuka-Cola meine ich. Ja, Nuka-Cola-Flasche, die ist dann leer. Der Triebwerkskern ist vor uns. Das dürfte unser letzter Halt sein. Gut, aber ich würde dann sagen, ich beende den Part hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.